Und in diesem Sinne, lasst mich euch begrüßen zu diesem neuen Video hier auf diesem Kanal mit mir, eurem Alexis, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Das gab es jetzt schon wirklich eine Zeit lang nicht mehr. Und ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt hier waren. Wo willst du hin, Relaxus? Der Ruf kam von da vorne, nicht aus dem Dorf. Okay, okay, wir müssen jetzt danach da hinten. Stimmt, wir... Wie war das noch? Wir hatten... Ein Volley? Ein Volley haben wir, glaube ich, verfolgt. Und das müssen wir jetzt wieder finden. Let's go, dann gehen wir mal nach da hinten. Bin mal gespannt. Ah, ist das... Alter, ist das neblig hier, ne? Ach stimmt, der Hopp. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Stimmt. Alter, wie der guckt, ey, der guckt so böse. Was ist da los? Ui. Was ist das? Fragezeichen erscheint. Los, hopplo! Oh, dann werde ich aber sowas von verlieren im Kampf. Glut? Hopplo setzt Glut ein. Der Angriff zeigt keinerlei Wirkung. Das geheimnisvolle Pokémon wird... Was? Betrachtet was? Was zum... Die Attacke war völlig wirkungslos. Okay, Moment, jetzt versuchen wir nochmal irgendwas. Hier, Heuler. Kann das sein, dass ich das Pokémon gar nicht angreifen kann? Was ist denn jetzt los? Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Relaxus? Ja, dann hauen wir lieber ab, oder? Aus unerklärlichen Gründen... Was? Aus unerklärlichen Gründen kannst du gerade nicht fliehen. Tackle? Funktioniert das? Ich kann da nichts machen, ey. Alter, der Nebel verdichtet sich aber mega krass. Ich sehe gar nichts. Ja, ich sehe auch überhaupt nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Was passiert hier? Ich bin aber nicht tot, ne, zum Glück nicht. Hopp, Relaxus! Ah, Delion. Delion, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig ab... ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Volley? Es hatte sich im Wald verlaufen und wir sollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Was grinst der so? Ah, das ist klar, er hat's gefunden, okay. Er hat's gefunden. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, auch wenn das ganze Rettung eine... auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszuschwimmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging es doch mal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment. Welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Delion. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durchgegangen? Hm. Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ja, ich hoffe, dass wir es wirklich gesehen haben. Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Geheimnis des Waldes? Okay, das will ich jetzt auch wissen. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge.
Ich werde dafür sorgen, dass sie hier sicher wieder rauskommt. Dedon hat uns eine kleine Standpauke gehalten. Aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Okay. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nein, muss ich nicht. Ich kann gehen, wann ich will. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht... Reicht? Dicke oder Dickel? Das habe ich nicht gelesen. Aber Moment, ich muss meiner Mutter jetzt Bescheid geben, dass ich gehe. Mama! Und nochmal. Mama! Wo bist du? Ich muss abhauen da. Oh, das ist ja mal ein süßes Hopplo. Ihr wollt nach Brassbury, um euch einen Pokédex zu besorgen, nicht wahr? Dedon hat mir schon davon erzählt. Hier, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Kauf dir davon im Pokémon Center ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst. Und kümmere dich gut um dein Hopplo. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm aber nicht zu viel ab. Jawohl, würde ich auch sagen, ne? Und du, Hopplo, pass mir gut auf meinen Relaxus auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Okay. Also kann ich auch hierher rennen, wenn mir jetzt irgendwie im Kampf irgendwie so viel Lehm abgezogen worden ist und dann kann ich auch her, oder was? Okay. Was ich mich auch frage, ist, funktionieren in dem Spiel Amiibos? Weil ich habe ja jetzt Shiggy hier. Shiggy. Und dann habe ich ja noch Lucario. Funktionieren Amiibos auch in diesem Spiel? Wäre geil, wenn ihr mir das sagen könntet, weil gefunden habe ich dazu eigentlich jetzt nichts, aber vielleicht wissen da einige mehr darüber Bescheid, ob Amiibos in dem Spiel funktionieren und ob man die dann freischalten kann oder so, weil das wäre schon geil eigentlich. Ein Lucario und ein Shiggy bei sich in der Reihe zu haben, wäre schon nicht schlecht. So, Moment, nach Brassbury geht es doch wieder da runter zum Bahnhof. Route 1. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde im hohen Gras ein bisschen mit meinem Chimpep trainieren. Wir treffen uns am Pokémon-Labor, ja? Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Okay, stark. Moment, wenn du jetzt da ins hohe Gras gehen darfst, dann will ich da jetzt auch hin. Oh, oh, oh. Und schon geht's los. Ein Mikro-Wild erscheint. Ah, Wild, weil es in der freien Natur war. Anspannung von Micro oder... Micro, nicht Mikro. Moment. Heuler? Hopplo setzt Heuler ein. Blub, 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 blub. Hab ich wieder Mikro gesagt? Ich meine Micro. Micro, nicht Mikro. Immer dieses Mikro, ey. So, jetzt Tackle einmal. Zack. Guck mal, schon fast die Hälfte abgezogen. Jetzt habe ich nicht gelesen, was der einsetzt. Scheiße. Was passiert, wenn ich jetzt in den Beutel gehe? Ne, okay, okay. Glut. Hopplo setzt Glut ein. Und tschüss. Ein Volltreffer. Micro wurde besiegt. Erfahrungspunkte erhalten. Kann ich jetzt dieses Pokémon auch sammeln oder irgendwie fangen oder brauche ich dazu extra Pokebälle? Ja, das sind die Pokémon. Guck mal, ein Pokéball. Du findest einen Trank. Nein, das war ein Pokéball. Hier, Pokebälle. 5 Stück. Ich Trottel, kann mir doch Pokémons fangen. Ich hole mir welche, die mich auch wirklich interessieren. So. Du findest 2 Paraheiler. Okay. Paraheiler. Ein Spray, das ein Pokémon von Paralyse heilt. So, den gehen wir jetzt einfach mal, weil die kennen wir mittlerweile schon, die ganzen Pokémon. So, hier sind wir wieder im Brassbury. Gibt es hier noch irgendwo so hohes Gras oder sowas? Wenn nicht, würde ich mir jetzt so ein Pokémon fangen, wenn es geht. Na komm, nimm mal so ein... Ups.
Da kann ich nicht durch wegen den schlafenden Wollis. Immer diese schlafenden Wollis, ey, das ist schlimm. Schlimm mit diesen schlafenden Wollis. So, das hätte ich gerne jetzt. Ein Mikro. So, das versuchen wir jetzt mal zu fangen. So. Die Warum? Ich kann das nicht lesen, es geht immer so schnell weg immer. So. So, Pokéball einsetzen. Yes! Gefangen. Mikro wurde gefangen. Let's go. Stark, jetzt haben wir noch ein weiteres Pokémon. Ha, wie cool ist das denn? Hoplo erreicht Level 8 stark. Stark. Hoplo erlernt Ruckzuckhieb. Ah, Ruckzuckhieb kenne ich noch von Pikachu. Ich glaube, Pikachu hatte das ja auch. Möchtest du deinem Mikro einen Spitznamen geben? Nee, brauche ich nicht. Mikro wurde in dein Team aufgenommen. Let's go. Gibt es noch irgendwie andere Pokémon, die komplett neu sind oder so? Oder nicht? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Klepp... Was? Wollen wir das auch noch versuchen zu fangen? Ja, komm, das versuche ich auch noch. Das versuche ich mir auch noch zu holen. Ich möchte nämlich ein paar mehr Pokémon haben. Einsetzen, Pokéball, let's go. Wie hieß das jetzt nochmal? Kleptifuchs? Hieß das Kleptifuchs? Oh. Yes! Gefangen! Kleptifuchs wurde gefangen! Let's go! Geil, Mann. Geil. Zwei Pokémon an einem Tag gefangen. Vielleicht gibt es jetzt noch mehr Pokémon zu fangen. Wäre ja schon geil. Möchtest du deinem Kleptifuchs einen Spitznamen geben? Nö, brauche ich nicht. Kleptifuchs wurde in dein Team aufgenommen. Okay. Gibt es eigentlich so eine Maximalgrenze an Pokémon, die ich fangen kann? Oh Gott, nee, gegen dich will ich nicht. Ah, geh weg. Okay. Jetzt, Alter, Glurak. Wupp. 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 Geil. Gibt es noch irgendwie... Ah, Gott im Himmel. Gibt es sonst noch irgendwie Pokémon, die hier neu sind? Komplett neue. Oh, oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Raffel. Ah, das versuche ich jetzt auch noch. Das Raffel hole ich mir jetzt auch noch. Ich versuche es zumindest. So. Du setzt Pokéball ein. Eins. Zwei. Drei. Let's go. Haben wir auch gefangen. Raffel wurde gefangen. Stark. Stark. Erfahrungspunkte erhalten. Hoplo erreicht Level 9. Möchtest du deinem Raffel einen Spitznamen geben? Nein, brauche ich nicht. Raffel wurde in dein Team aufgenommen. Stark. Also ich muss sagen, mit der Ausbeute für heute bin ich definitiv zufrieden. Wir gehen jetzt noch schnell an den Raspberry... wie heißt das nochmal? Bahnhof. So. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part für hier direkt neben Glurak. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum alles andere auch. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute, haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Euer Relaxus. Peace.